Moin Leute, willkommen zurück und im heutigen Video soll es ums Thema Video gehen. Ich habe mich schon darauf gefreut, diesen Satz sagen zu können. Ihr seht schon, ich habe hier den neuesten Katalog und da seht ihr zumindest eine kleine Seite, die sich mit dem Thema Video beschäftigt, aber ihr seht hier nichts, also ihr seht hier keine Sets oder sonst irgendwas, die es halt in der Themenreihe gibt, sondern das findet ihr dann nur online und da kann man die bis jetzt nur kaufen. Die werden dann wahrscheinlich im nächsten Katalog mit drin sein und da werden dann auch die verschiedenen Sets drinstehen. Video, nur mal ganz kurz zwischendurch, ist ein Themengebiet, es hat irgendwas mit Musik zu tun und mehr weiß ich auch nicht. Mehr kann man weder von den Verpackungen ablesen, ich habe hier jetzt mal zumindest zwei von den Lego Video kleinen Mini-Verpackungen, das sind so die Blind Bags, die es von den Minifiguren-Serien auch gibt, nur halt jetzt in Kartons. Nennen sich Bandmates Serie 1 und wie gesagt, ich habe zwei davon, da möchte ich nochmal ganz, ganz herzlich der Tante meiner Freundin danken für, weil die hat sie mir mitgebracht. Die gab es bei uns noch gar nicht. Und dann habe ich heute im Laden gefunden ein ganz, ganz wunderschönes Set und zwar das hier. Und das war auch das Einzige, wo ich mich richtig drauf gefreut habe, weil hier ist so ein kleines Lama drin. Und ich fand dieses Lama so cool, das gab es ja anfangs schon in diversen Bildern und so weiter und so fort und ich wollte dieses Lama unbedingt haben. Und genau diese beiden Boxgrößen gibt es, nämlich diese hier für, ich glaube, 4,99 € pro Figur. Und dann haben wir hier so einen großen Kasten. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Irgendwie kann man da anscheinend was mit sich rumtragen. Für klappe 20 €. Leute, das ist verrückt. Wir werden natürlich heute mal rausfinden, ob es das wert ist, ob meine Lama-Figur überteuert war oder wir tatsächlich was mit diesen Sets anfangen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Zuallererst wollen wir uns natürlich mal eben kurz den Sets an sich widmen, weil ich würde natürlich gerne mal eben wissen, was da eigentlich drin ist in so einem Paket. Ich habe hier mal ein Messerchen und dann schneiden wir das Ganze mal eben kurz auf und schauen zumindest mal rein, wie so ein Ding denn eigentlich aufgebaut ist, weil das wird ja wahrscheinlich eventuell die Minifiguren-Serien auch treffen mit diesem Karton. Vielleicht, wie gesagt, man weiß es noch nicht, aber zumindest könnte es passieren. Wir haben hier erstmal so ein kleines Anleitungsheftchen. Ich weiß nicht, ob da jetzt nur eine Anleitung drin ist. Ach, das ist ein Sammelzettel. Ah, okay. Also wir haben hier tatsächlich eine Aufbauanleitung für ein paar Sachen und dann vorne so ein Sammelzettel. Und von diesen, was sind das? 1, 2, 3, 4 mal 3, also 12 Figuren, kann man jetzt also welche haben. Ich habe schon irgendwas Gelbes gesehen. Das heißt, das könnte vielleicht dieser kleine Bär sein, worüber ich echt glücklich wäre, weil der ist echt niedlich. Ich glaube, den finde ich am coolsten. Dann haben wir hier diesen Sombrero-Typen, den finde ich ganz niedlich. Ihn hier finde ich gut. Ja, ich weiß, ich glaube, das war es auch beinahe schon. Vielleicht den Werwolf noch. Der ist auch ganz nett. Der Rest ist eher nicht so meins, aber wir werden jetzt einfach mal öffnen und, na, wer ist es? Ich weiß es gar nicht. Ach, er hier oben, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, okay, genau, hier oben haben wir dann also ihn und da ist irgendwie noch so ein Schallplattenteil mit dabei, oder nicht, oder doch, also hier, ich glaube, das da ist dabei, genau, wir haben also ein Schallplattenteil und dann noch zwei weitere, was auch immer man dann damit anstellen kann, er hat auf jeden Fall ein Mikro in der Hand, wenn wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen, wir werden natürlich mal eben kurz die zweite Packung noch öffnen, weil da kann natürlich dann jetzt noch irgendwas super, super Cooles drin sein, ich bin sehr gespannt. Und wir werden natürlich gleich auch nochmal feststellen, ob das Ganze dann auch 4,99 € wert ist, egal ob man die App benutzt oder nicht. Und hier haben wir irgendwas Oranges. Das scheint... Ist das mein Bär? Nein, der hat eine Gitarre dabei. Ach, das ist hier dieser komische Alien. Okay, ja, ich habe leider keine meiner Lieblingsfiguren bekommen. Aber zumindest sehe ich gerade, sie haben das Teil hier neu rausgebracht und endlich die Tastatur richtig rum aufgedruckt. Das haben sie ja bei der Minifiguren-Serie verhauen. Die Serie 20 war das, glaube ich, und da haben sie die Tastatur jetzt mal richtig rum aufgedruckt. Wir machen mal eben ganz kurz das große Paket auf. Wir haben natürlich das große hier auch noch. Wie gesagt, 20 € kostet das Ganze. Ich kann Ihnen mal ganz kurz den Sticker zeigen. 18,99 € habe ich bezahlt. 20 € ist Originalpreis und wir werden mal kurz öffnen und mal reinschauen, was hier denn so drin ist, weil das ist natürlich ein bisschen teuer. Und mal schauen, was diesen Preis dann letztendlich rechtfertigt. Wir haben hier irgendeine Dose, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung, eine Anleitung oder ist das wieder ein Sammelheftchen? Ich weiß es nicht, wir schauen mal rauf, aber es könnte auch eine Anleitung, ja, das sieht aus wie eine Anleitung, genau, was man dann halt mit dem Ding machen kann. Das sieht aus wie Kopfhörer, sehr schön und da ist unsere Lama-Figur. Oh, ich freue mich auf diese Lama-Figur. Das Ding ist unfassbar riesig, ist irgendwie zwei DIN A4 Zettel groß, ist schon ganz schön viel. Dann haben wir hier ganz viele Teile, in Koralle sehe ich ganz viel, mein Lama ist da auch mit drin, sehr schön. Dann haben wir hier noch ein kleines Tütchen, das ist auch da, dann haben wir hier noch den Deckel irgendwie für die Dose. Ich weiß auch nicht. Den Rest kippe ich jetzt auch mal aus. Ah, ein Steinetrenner. Wieso ist ein Steinetrenner drin für 20 €? Na gut. Und dann haben wir hier noch so ein Gummiband. Das ist tatsächlich irgendwie rubbery und kann dann irgendwie wahrscheinlich so getragen werden. Keine Ahnung. Ich weiß echt immer noch nicht, ob das eine gute Idee war hier mit den Dingern. Die sind so bunt. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Guckt euch die mal an. Die sind so unfassbar bunt. Das, ich weiß nicht. Also da sind so viele Farben mit drin. Unfassbar. Okay, wir gehen mal eben kurz hier auf die Figuren ein, nur mal eben reinschauen. Also wie gesagt, beide Figuren sind absolut nicht meine Favorites. Ich habe meine Favorites nicht bekommen. Vielleicht versuche ich es noch, die zu kriegen oder ich belasse es einfach bei denen. Mal gucken, weil 5 € sind halt schon echt ganz schön teuer, auch wenn die Figur ganz schön gut aussieht. Also, hier haben wir
Irgendein Bandmitglied, ich kann keine Namen sagen, wie gesagt, hat irgendwie so einen Jago-Helm auf in lila und darunter ist so ein relativ normales City-Gesicht, kann man das nennen hier so. Kam öfter schon bei City vor, da ist irgendwie so ein Mundschutz davor, der ich glaube auch bei Darth Vader im Bacta-Tank mit drin war. Und ja, auch da nichts super Spezielles. Hier unten haben wir dann noch so ein Katzen-Shirt, beziehungsweise das ist ein Tiger in dem Fall mit chinesischen Schriftzeichen. Er hat ein Mikro in der Hand und dann unten ja irgendwelche Arten von Hosen, ich weiß auch nicht, ob da jetzt irgendwas Spezielles dran ist. Und dann haben wir bei jeder Figur, kann ich mal kurz zeigen, da ist so ein Aufsteller mit dabei. Der ist hier hinten irgendwie, den kann man irgendwo raufbauen, wenn man möchte. Und dann sind hier halt so drei von diesen Teils mit drin. Ja, also da ist nichts Spezielles. Ich weiß auch nicht, ob eine Figur immer ein, also ich glaube, das hier ist immer ein bestimmtes Teil, was bei dieser Figur mit drin ist. Ich weiß nicht, ob die beiden anderen random sind oder ob die jetzt auch bei der Figur immer dabei sind. Wenn ihr da Erfahrung habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Die zweite Figur hat hier so ein cooles E-Keyboard, wie auch immer man das sagen kann. Ich habe den richtigen Namen vergessen. Die Frisur fand ich ganz interessant, weil das ist ein Gummiteil. Ihr seht schon, das kann man schön hin und her bewegen. Ist also auch wirklich schwer ab und wieder rauf zu bekommen. Wir haben hier so einen einäugigen Bandmann, Bandfrau, wie auch immer. Sieht auch ganz spacig aus hier mit diesen coolen Mustern da auf der Vorder- und Rückseite. Fand ich ganz nett. Und wie gesagt, auch das Ding haben wir so noch nie gesehen in der Farbe. Und endlich mal den richtigen Print. Das ist schon mal was. Auch hier wieder keine Ahnung, was die bringen und wofür die sind. So, natürlich nochmal eben kurz einen Blick auf das riesigste und bunteste Ding überhaupt. Und man kann diesen Deckel hier so abmachen, der ist auch nur vorne irgendwie durchsichtig, der Rest ist so ein bisschen milchig. Das hier oben drauf sind Kopfhörer, also sollen Kopfhörer darstellen. Hat so ein bisschen Grip innen drin, könnt ihr hier sehen, also kann man auch gut hochheben, quietscht aber ordentlich, wenn man es halt dann hin und her bewegt. So, hier haben wir dann was zum Aufklappen. Können wir ganz, ganz wunderbar machen in einer super leuchtenden Farbe. Es sind übrigens genug Tiles enthalten. Das werdet ihr gleich auch noch sehen, um das ganze Ding hier zuzumachen und sogar noch mehr. Also das heißt, hier haben wir noch mehr Tiles als das hier drin und man kann diese Wand zupflastern. Ich wollte euch aber eben zeigen, wie das gebaut ist. Also es sind hier die wirklich ein extra Teil hier für dieses Set erstellt in dieser wunderbaren, wunderschönen leuchtenden Farbe. Und ja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, weil ich habe meinen Lama. Es hat Rollschuhe in Silber, dann haben wir hier so eine coole Hose mit Knieschützern vorne dran. Das T-Shirt gefällt mir sehr mit einer kleinen Trillerpfeife. Dann das Drama-Lama hier oben mit cooler Sonnenbrille, die man nicht abnehmen kann. Sie sieht abnehmbar aus tatsächlich, aber kann man tatsächlich nicht. Und dann zwei von diesen, ich habe vergessen, wie die heißen, diese Schütteldinger da. Und ja, ein paar Prints hier hat sie auch noch oder er, sie, es, der, die, das Lama. Das sind irgendwie so Tattoos, die es dann hier auf der Seite hat und vielleicht Armbänder oder so. Ist so ein richtiges Hippie-Lama. Also finde ich total cool, gefällt mir. Ist auch mal was anderes, ist so ein bisschen offener. Und ich liebe die Figur einfach. Für mich hat sich das absolut gelohnt. Wir werden natürlich gleich rausfinden, ob es dann für den Preis gerechtfertigt war oder nicht. Hier hinten haben wir dann ein kleines Muster noch drauf aus Tiles. Und das Ganze können wir abmachen. Und dann ist hier unten quasi die Storage Area. Also hier können wir alle Tiles, ihr seht schon, hier sind noch mehr Tiles, die können wir da hier drin storen, wenn wir das gerne möchten. Und hier haben wir sogar noch mehr Plätze. Also hier sind noch drei und hier sind noch fünf Plätze frei, wo wir noch extra Teile reinpacken können. Also wir haben tatsächlich genug Platz, um, wenn wir jetzt noch zwei Bandmitglieder kaufen, die Tiles hier reinzupacken, wenn wir das gerne möchten. Das Ganze lässt sich dann wieder ganz einfach verschließen durch diesen Deckel. Und dann haben wir es auch geschafft, beziehungsweise Momentchen. Gott, oh Gott, oh Gott, geht ein bisschen schwer, weil man hier vorne natürlich nichts eindrücken möchte. Deckel wieder rauf und schon kann man es ganz einfach mitnehmen. Aber hat halt auch nur die Tiles dabei und nicht die Figuren. Und dann muss man da wieder irgendwas extra machen. Keine Ahnung. Hier haben wir einmal die Video-App. Also die könnt ihr euch gratis runterladen. Seht ihr hier, so sieht das Zeichen aus. Und dann öffnet ihr die. Und ich habe das jetzt schon einmal gemacht, damit das Ganze schon lädt. Und dann können wir hier auf Los geht's klicken. Und ihr seht schon, hier werden wir dann einmal kurz gefragt und so weiter und so fort, wie alt wir sind und sonst was. Dann kommt hier sowas, können wir, glaube ich, überspringen oder so, hoffe ich. Genau, hier oben ist halt einfach nur eine Einführung, glaube ich, was gemacht werden kann. Und dann seht ihr schon, wir haben hier die Möglichkeit, einmal beginne dein Videoerlebnis mit einem kostenlosen digitalen Bandmate. Das heißt, wir müssen gar nichts kaufen, um überhaupt diese App nutzen zu können. Auf der rechten Seite allerdings haben wir natürlich dann unsere Bandmates, die wir auch dann erwerben können in physischer Form, die wir dann hier dann auch stehen haben. Und als nächstes natürlich einmal die zwei Auswahlen. Wir haben natürlich einmal die Bandmates, das sind die kleinen, die man für 5 Euro kaufen kann. Das sind die hier. Und dann haben wir hier drüben die Beatbox, also das ist bei mir das Lama. Und super cooles Ding. Und hier, die heißen halt Beatbox. Okay, interessant. Wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Bandmate. Da werde ich jetzt einfach mal dran austesten, wie das Ganze funktioniert. Man muss hier tatsächlich händisch auswählen, welchen man hat. Ich erkenne den hier, den habe ich zum Beispiel. Und ja, genau ihn hier auch. Ich beginne jetzt einfach mal mit dem. Und dann klicken wir da einmal rauf, weil der steht bei mir hier so gerade schön in der Mitte. Hier haben wir einmal den Scannel, den Alien irgendwas. Dann können wir hier unten auf diesen Button klicken. So, dann scannt er den einmal ein, hoffe ich zumindest. Und sollte jetzt wahrscheinlich die drei Dinge erkannt haben.
Ah ja, genau, gescannte Beat-Bits. Okay, bereit für Action. Klicken wir einmal rauf. Ich weiß nicht, ob ich das machen muss. Ah ne, hier, einen Button klicken. Kriegen wir eigentlich Musik hier auch? Ich weiß es gar nicht. Wird hier mal Musik abgespielt? Wahrscheinlich. Ah, okay. Oh mein Gott. Jetzt. Gib deiner Band einen Namen. The Unusual Flowers. Was können wir denn noch nehmen? The Terrible Oranges. Ich glaube, The Terrible Oranges, das ist ein toller Name. Den nehmen wir jetzt. Perfekt. Lass uns ein Musikvideo drehen. Gut, das war jetzt auch für mich überraschend. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ich muss anscheinend hier durch den Raum laufen oder so und dann passiert irgendwas. Oh mein Gott, hier ist ein Lego-Mensch. Was? Okay, das ist mein Bandmate, den ich hier gerade eingescannt habe. Der läuft durch den Raum? I don't know. Hä? Tipp, suche einen Ort, der nicht zu weit entfernt und nicht zu nah dran ist. Tippe auf Dings, um die Bühne einzurichten. Ich habe jetzt nur eine Hand frei, das ist ja ganz crazy. Tippe auf Dings, um den Auftritt zu starten. Das machen wir doch mal. Okay. Und jetzt muss ich hier rumlaufen oder was tue ich hier? Hilfe? Kann ich jetzt hier irgendwas drücken? Oh mein Gott! Es ist ein Huhn! Haha! Und die Musik ändert sich auch. Ich bin. Hä? Okay. Hilfe. Ah! Weg, weg mit dem Huhn. Was haben wir hier? Ein Alien. Oh, hä? Da war eine Katze. Warum war da eine Katze? Ich will noch mal eine Katze. Wo? Ah! Ich mag die Katze. Okay, das ist mir jetzt zu crazy. Man hätte jetzt natürlich noch ganz viel weitermachen können und auch mit den Charakteren noch irgendwie rumspielen können und dann noch rumgehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, man muss da jetzt auch weitermachen, um dann tatsächlich da irgendwas zu erreichen. Ich weiß nicht, es gibt irgend so einen Endpunkt, wo man dann sein Musikvideo abschließt und dadurch irgendeine Challenge completed oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das müsst ihr dann selber ausprobieren, wenn ihr die App habt und dann mit euren virtuellen oder echten Bandmates dann irgendwie einen Auftritt plant. Finde ich auf jeden Fall total cool, die Idee. Die App ist total verrückt. Und werde ich wahrscheinlich noch mal eine Weile brauchen, die zu verstehen. Ich werde auch mal mein Lama noch mal ausprobieren. Das allerdings jetzt nicht im Video, sondern einfach mal ausprobieren, wie das dann rumtanzt und in was ich den dann hier verwandeln kann. Das hat mich eben schon bei dem hier total überrascht, was man da so hinkriegen kann. Die Idee dahinter ist total cool. Es wird aber nicht funktionieren. Es wird absolut nicht funktionieren und das liegt genau also hieran und zwar an der Box. Und diese Box ist. Ihr wisst es wahrscheinlich. Das ist das gleiche Prinzip wie Hidden Side. Es ist einfach zu bunt. Man erkennt nicht, was man damit macht. Und für, weißt du, diese Box kaufe ich für 20 Euro und ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Ich habe sogar die Verkäuferin gefragt in dem Laden und die hatte keine Ahnung, was das ist und wollte, dass ich nochmal wiederkomme, wenn ich das ausprobiert habe, was ich eigentlich damit anstellen kann. Natürlich, man kann sich hier die Seite durchlesen, aber jetzt habt das hier mal und so ein Star Wars Set daneben oder ein Creator Set oder was auch immer, irgendwas. Und dann lass mal Kinder da hinkommen und dann wissen die Kinder nicht, was das ist. Vielleicht finden sie das Lama cool, aber ich weiß nicht, der Rest ist dann halt eher, es ist einfach seltsam. Und ich glaube, man erkennt gerade mal auf der einen Seite, was es eigentlich ist, also was man da eigentlich bekommt hier in dem Pack. Und alles in allem ist es einfach ein blödes Boxart. Da kann Lego nichts für, weil die wollen mal was Neues ausprobieren. Finde ich natürlich auch gut und dass man hier so ein bisschen so Technik mit reinnimmt, also dass da so ein Handy zu sehen ist und so weiter, passt natürlich dazu. Aber wir haben an Hidden Side gesehen, wie es funktioniert und dass es eben leider nicht funktioniert. Und ich habe die knappe Befürchtung, dass es eben nicht funktionieren wird und dass diese Serie einfach floppen wird und nach einem Jahr oder 2 Jahren halt wieder weg ist. Finde ich schade, einerseits, weil die Figuren natürlich toll sind, andererseits, ich werde wahrscheinlich auch nicht allzu viel damit machen, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade Kids, die ja dann heutzutage auch sehr viel auf TikTok oder so unterwegs sind, dass man damit halt auch coole Musikvideos machen kann. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen geholfen, ob ihr euch das Ding auch kaufen sollt. Für mich war es nett, das mal auszuprobieren. Von den Bandmates werde ich mir, glaube ich, keine mehr kaufen oder höchstens nochmal ein oder zwei, um die zu erwischen, die ich haben möchte, aber auch wirklich nur wegen der Figuren und nicht wegen der App.
Das Lama, da bin ich super froh drüber und da werde ich mir aber auch keine weiteren kaufen. Also die anderen Charaktere sind einfach nicht interessant. Wie gesagt, ich würde das halt wegen der Figuren kaufen und nicht, weil ich damit jetzt irgendwie in der App irgendwas Bestimmtes anstellen kann. Ist wie bei Hidden Side auch, habe ich mir auch nur gekauft, weil die Modelle toll waren und die Figuren vielleicht auch, aber nicht, weil ich die App jetzt besonders toll fand. An sich eine gute Idee, aber wie gesagt, es ist wieder so eine interessante Situation und man wird darauf warten können, wie lange das dann in dem Fall auf dem Markt bleibt. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Lego-Video unten in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren. Ansonsten danke fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und ciao.